Ja, meine Lieben, ich bin's nochmal. Ich wollte nochmal was loswerden. Und zwar, ich brauche noch ein paar Tipps für den zweiten Geburtstag. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwas mache mit Minions oder, aber da ist der noch nicht so leck drauf, ne? Also er findet die cool, wenn er die sieht, aber ist jetzt nicht so, dass er die braucht, sag ich jetzt mal, ne? Er fährt total auf Kikaninchen ab und Mickey Mouse findet er auch ganz gut. Aber Mickey Mouse auch noch nicht so dermaßen, aber Kikaninchen ist so voll sein Ding. So, jetzt die Frage, wie würdet ihr den Geburtstag gestalten? Ich habe überlegt, ob ich auch so Kikaninchen-Pappteller und Pappbecher besorge und auch so süße Geschenktütchen, die habe ich auch schon bestellt, aber ich kriege keine Pappteller und keine Pappbecher. Pappeln. Ja. Ich brauche dringend diese Pappbecher und Pappteller, die kriege ich aber nirgendwo. Und auch nicht bei Amazon, auch nicht irgendwo im Internet, die sind überall ausverkauft. Auch bei Baby Weiß und wo ich nicht überall auf der Seite war. Ärgerlich. Aber ich hätte so gerne die Sachen von Kikaninchen, weil er hat auch diese Puppe, diese kleine Puppe, die gab es mal und der fährt ja so drauf ab und der liebt ihr so. Und seine Nichte liebt auch Kikaninchen total und das ist mal total süß, wenn das dann im Fernsehen läuft. Und ja, dann habe ich überlegt, ein zweites Thema Auto für den Noah und weil er auch total auf Auto steht. Manchmal wird er vor Mittagsschlaf wach. Das erste Wort ist halt immer Auto, Auto. Der träumt die ganze Zeit von Autos, der liebt Autos, der findet Autos ganz toll. Oder wenn wir mit der Bahn fahren, auch so wenn die Bahn an uns vorbeizischt, findet er auch mal, wieder abgeht das mit der total super. Ja, alles was so fährt, also typisch Junge einfach. Und ja, oder ob ich irgendwas mit Autos mache, aber Cars findet er jetzt irgendwie nicht so cool, ne? Da ist er auch noch zu klein für. Aber allgemein halt so einfache Autos, ne? Ob ich da was mache mit Autos. Und dann brauche ich noch eine Idee für einen Kuchen. Also wenn ich Kikaninchen mache, brauche ich eine coole Idee für einen Kuchen. Und wenn ich was mit Autos mache, dann eine Idee mit Kuchen. Ja, es gibt natürlich auch wieder jede Menge Ballons. Letztes Jahr hatte ich auch Heliumballons. Da hatten wir hier so eine Heliumflasche und dann wurden alle Ballons aufgeblasen. Wir hatten irgendwie 30 Stück oder sowas. Und dann haben wir die draußen vor der Tür steigen lassen und dem Noah halt gute Wünsche gewünscht. Und ja, das mache ich dann dieses Jahr auch. Das möchte ich eigentlich gerne jedes Jahr machen, weil das ein schönes Ritual ist. Wir hatten das auf unserer Hochzeit. Da wurden so Kärtchen dran gemacht und jeder hat uns was draufgeschrieben. Pinke und weiße Ballons in so Latex und so Glanz. Das sah echt super aus auf dem Foto. Und da standen dann alle irgendwie so, wir waren irgendwie so 55 Gäste oder sowas mit uns zusammen. Und ja, und dann dieses Bild, alle gucken nach oben und überall diese weißen und rosanen Punkte, also geil, mega. Und ja, jetzt habe ich überlegt und auch schon bestellt, Ballons mit einer 2 drauf und ja. Und jetzt brauche ich halt noch eine Idee für die Umsetzung halt zu Hause und ja, was ihr machen würdet oder was habt ihr gemacht, als eure Kiddies 2 geworden sind. Ja, ich freue mich auf eure Posts, schreibt mir die unten rein und in diesem Sinne macht's ganz gut. Bye bye.